Grüß Gott, ich wollte heute ein kleines Video machen, in dem ich ein Gedicht für euch vorlese, das ich vor ungefähr 3 oder 4 Monaten geschrieben habe. Natürlich auf Deutsch, weil mir die Sprache gefällt. Und ja, also ich mag Gedichte, also zumal Hesse und Rilke. Ich habe etliche Gedichte von Hesse gelesen. Ich habe mir ein Buch vor ungefähr 6 Monaten besorgt, Hesse Liebesgedichte. Und ja, ich habe das Buch komplett ausgelesen. Ich finde die Gedichte ganz schön. Und ich bin dadurch, also durch das Lesen dieser Gedichte, angespornt worden, ein paar Gedichte zu schreiben, so auf Englisch und auf Deutsch. Ja, und das Gedicht, das ich heute für euch vorlese, liest sich ein bisschen wie ein Liebesgedicht an. Weil, also es könnte daran liegen, dass ich so viele Liebesgedichte gelesen habe. Aber naja, es tut mir wirklich leid, dass es in meinem Zimmer voll dunkel ist. Die Beleuchtung sieht ein bisschen komisch aus, aber es liegt wohl an dem Tageslicht da draußen. Aber naja, ich lese noch ganz kurz das Gedicht vor. Ja. Ich muss mich auf mein Herzchen zurückbesinnen. Es hat schon mal schwarz, rot und gold geschlagen, aber jetzt schlägt es nicht mehr. Anstelle dessen schrumpft dieses Herz ganz langsam, da es sich nicht mehr in der Seele des Besitzers befindet. Ein Loch, in dem das Herz einmal gepocht hat, versteinert. Die Seele des Besitzers versteinert und erkennt gar keine Gefühle mehr. Aber nicht ganz komplett. Es gibt immer einen kleinen Blick auf die Zukunft. Schwarz, Rot und Gold liegt vor der Seele als Erinnerung, die drei Farben, die der Vergangenheit angehören, die gerade durch die Seele des Besitzers fließen, die die Seele von hinten unterstützen. Und das war's. Klein, aber fein. Und also ich denke gerade, obwohl ich ein bisschen verärgert bin, dass es in meinem Zimmer richtig dunkel ist, entspricht irgendwie diese Dunkelheit, der Dunkelheit meiner Seele, als ich das Gedicht geschrieben habe. Also meine Befindlichkeit war damals, also vor ungefähr 3 oder 4 Monaten, sehr schlecht. Also ich war wirklich zu Tode betrübt, als ich wieder in Amerika zurückgekehrt bin, weil meine Freunde alle in Deutschland sind. Ich habe ein paar Freunde hier in Amerika, aber die haben sich im Laufe des Jahres dermaßen verändert, dass wir gar keinen Kontakt mehr haben. Aber naja, das war's. Ich hoffe schon, dass das Gedicht euch gefallen hat und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis dann, tschüss.